4 Jahre, ein halbes Leben im Zyklus eines Autos. Zeit also, den VW T-Roc zu faceliften. Auf Basis einiger Erlkönig-Bilder hat der Autobildillustrator den kompakten Wolfsburger enttarnt. Genauer gesagt die sportliche Airline. Die Scheinwerfer bekommen eine neue Signatur und optional könnten Matrix-LEDs geordert werden. Gegen Aufpreis wäre auch ein durchgezogenes Leuchtenband denkbar. Der Kühlergrill wird flacher und nur noch eine Zierstrebe bekommen. Auffällig ist das neue Tagfahrlicht, das auch als Blinker agiert. Statt wie bisher einen Rahmen, um die Lufteinlässe zu bilden, sind die Lichter nun senkrecht dreigeteilt. Und auch die Heckschütze des T-Roc dürfte leicht geliftet werden. So werden die Endrohre weiter unten positioniert und die Rücklichter erhalten eine neue Signatur. Im Innenraum könnten die höheren Ausstattungsvarianten serienmäßig mit dem digitalen Cockpit kommen. Das aktuelle MIB3 Infotainment gilt als gesetzt. Unter der Haube könnte der T-Roc erstmals auch mit Plug-in-Antrieb kommen. Wahrscheinlich mit der Kombination aus 1,4 Liter Benziner und Elektromotor, die es auch für den Golf mit einer Systemleistung von 204 PS gibt. Anfang 2022 könnte das T-Roc Facelift zu den Händlern rollen. Die Preise, die aktuell bei 22.200 Euro starten, dürften leicht steigen.